So. Wir spielen Kenne gegen Annie. Ich glaube, Annie ist sogar ziemlich gut gegen Kenne. Denn als Kenne muss ja auf den Gegner raufspringen, ne? Und Annie liebt das ja. Wenn Gegner auf sie raufkommen, macht sie einfach einen One-Shot. Ich habe jetzt auch eigentlich. Wieso hatte ich den genommen? Kennen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich Kennen spielen wollte. Ja, auf jeden Fall spielen wir Kennen gegen Annie. Auf jeden Fall spielen wir Kennen gegen Annie. Der Mann Hit geben. Nice. Fast noch einer. Nehmen wir die zweite Fähigkeit. Ein Hit. Autsch. Hätte ich noch einen Hit, wär die gestunt. Nice. Immer diese Lee Sin Gangs, die Level 2 Gangs. Ganz schön frech. Die hat kein Ignite geused, ne? Und die hat immer noch einen Flash. Das stimmt ja. Von 16 auf 30 ist ein ungesunder Alterssprung, ja. Das stimmt. Normalerweise wird man ja erst irgendwie, geht man erst durch die 20er durch. Aber wenn du 16 Jahre alt bist und von 16 dann direkt auf 30 springst, das ist nicht gesund, glaube ich. Ich habe sie gehittet, lol. Ich würde sie gerne eigentlich töten, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Höh, die ist in mich reingeflasht. Das war doch ein Missklick. Jo, vielen Dank, Arno. Das war doch ein Missklick, oder? Nein, er hat mich gehittet. Das ist ja so lucky. Oh no. Ja, vielleicht ist auch eine Berufskrankheit vom Türsteher. Das kann sein, ja. Der Lümmel hat mich einmal gehittet. Too bad. Ich hätte eine Millisekunde, ja, wäre ich Level 5 gewesen, hätte ich noch einen Creep bekommen. Dann hätte ich Lee Sin vielleicht noch töten können. Aber Annie hat hier einen Flash raus. Wir können eigentlich. Wir können eigentlich nochmal Annie töten. Ne? 20.01. 20.01. ist immer Stream-Jubiläum. Ja? Stream-Jubiläum ist da immer und Geburtstag. Das ist jetzt mein 5 Jahre. Mein 5. Jahr war das jetzt. Also mein 6. Jahr bin ich gerade auf Twitch. Habe nämlich damals meinen ersten Stream an meinem Geburtstag gemacht. Vor mehr als 5 Jahren jetzt. Das weiß ich noch. Halbes Jahrzehnt bin ich schon auf Twitch, ey, Uli. Ah, ich war auch nicht online an dem Tag. Ich habe da Freunden beim Umzug geholfen. So, der Watch steht noch. Jo, Phoenix, vielen lieben Dank für den Subgift. Auch an Aaron. Danke, danke. Danke für die 4 Subs, die du rausgeballert hast schon. Danke, danke für den Support. Ich war ja an meinem Geburtstag so nicht live, Leute. Ist gut. Ich glaube, das hat sie bereut, ne? Vielen, vielen Dank, Phoenix. Danke, danke. Ja, muss. Aber ich bin sowieso nicht so der Geburtstagszelebrator. Ich bin sowieso nicht der. Sowieso nicht so der Geburtstagszelebrator. Mit. Und dann können wir reinpushen. Ein bisschen Angst vor Lee Sin, ne? Der war ein bisschen mitfokussiert. Ich glaube, ich werde mal nicht weiter pushen. Ich bammel, dass der Lee Sin mich wieder ganken kommt. Good job. Cannon Stun ist seine Passive im Endeffekt. Der hat ja so Markierungen, ja? Hier ist es zum Beispiel, jeder 5. Attack macht eine Markierung. Dieser Hit macht eine Markierung, seine dieser Ding macht eine Markierung. Und wenn er genug Markierungen hat, du siehst jetzt auf dem hier vorne, ja, wenn er 3 Markierungen hat, dann wird er gestunt, der Gegner. Ja, ich bin Master Elo. Ja, Rennek, den rennt leider runter, ne? Der hat 2500 Gold. Der rennt richtig runter hier. 04, 25 Gold, das tut weh. Nice, das ist ein Shutdown, ne?
Phoenix, vielen lieben Dank für deinen 5. Sub auf dem Kanal. Danke, danke. Und hi, Guy. Willkommen bei unserer Community. Vielen lieben Dank für den Support. Herzlichsten Dank. Das wird schwierig jetzt, ne? Die werden jetzt wahrscheinlich Harold Mitte setzen. Der wird mich wegkicken, ne? Good job. Das war's mit Harold Mitte. Jo, Phoenix, danke auch noch für den 6. Sub. Vielen lieben Dank für den Support. Danke, danke. Kriegen wir den noch down? Ich habe einen Ignite für den. Den kriegen wir down, wenn Rennekt mithilft. Ist der dead hier. Never mind. Rennekt rennt weg und jetzt geht er wieder rein. Ich hatte eine Millisekunde gebraucht, dann hätte ich mir das stunnen können. Renn doch weg jetzt. Wenn du schon wegrennst, renn weg. Oh. Vielen lieben Dank. Phoenix auch für den Zauberland vergeben. Danke, danke für den ganzen Support. Da hat er super lieb. Vielen lieben Dank dafür. Oh, wir hätten ihn fast bekommen, ne? Ich hatte noch eine Ability gebraucht. Dann wäre er nämlich gestunt gewesen, hätte ich meine Burst-Kombo wieder gehabt, dann wäre er gestorben. Oh, die hatten Tibbers, ne? Ich habe Ultimate erst in 30, das wird schwierig. 20 Ultimate. Ich ping das mal für die Leute, dass sie sehen. Aber ich würde da reinflashen, hätte ich jetzt ein Ulti ab. Ich glaube, ich flash da trotzdem rein. Good job, Team. Vielen lieben Dank, Phoenix, für den ganzen Support. Danke. Nehmen wir den hier mal. Da springen wir raus. Job. Vielen Dank. Oh, schon weg. So. Dann holen wir uns das Item hier. Wir sind ziemlich hart ahead im Gold. Wir sind ganz schön fett Cannon. Außerdem ist unser Wukong ziemlich far ahead. Ist auf jeden Fall winnable, das Game. 20 Sekunden Ultimate. Könnten wir wieder jemanden holen. Ist auch eine sehr gute Map für uns. Das ist nämlich diese Feuermap. Und auf der Feuermap gibt es wenig... Holy. Die ist ja fast dead. Die wird einfach von Karma und Eswell so hart weggepokt. Oh, hat er mich getrickt. Trotzdem dead. Sehr nice. Hier gibt es so wenig Berge. Ja? Heißt es Berge? Mauern. Das heißt, ich komme immer um die Ecken und kann immer die ganzen Leute mit meiner Ulti einfach um die Ecke fahren. Wenig Platz für die Gegner. Ne? So, wir sind super fett. Wir haben jetzt noch Rabadons. Schuhe nehmen wir mit. Ich überlege, ob ich andere Schuhe mitnehme. Was haben die denn hier? Ich glaube, ich nehme Mercurys mit, einfach weil ich dadurch vielleicht aus dem Anystun rauskomme. Da läuft der Grind bis Challenger schleppend. Sehr schleppend. Aber das wird. Ultimate in 30 wieder. Oh, die ist fast dead. Phoenix, danke für den Sub. Also, ich sollte ja nicht mehr bedanken. Trotzdem danke. Fünf Sekunden habe ich Ulti. Könnten Harold gehen, ne? Glaubt ihr, ich krieg den Blue Buff noch? Ne, der ist jetzt gerade despawned. Können Harold gehen und ich kann theoretisch hier im Busch warten. Ich werde jetzt aufheben für... Obwohl, einmal ulten kann ich noch auf jeden Fall. Einmal ulten kann ich auf jeden Fall noch. Dragon ist nämlich 2 Minuten. Protobelt.
Wen töte ich denn am besten hier? Ich glaube sogar Lee Sin ist ein gutes Target zum Töten. Keine Magieresistenz, nix. Der ist auch schon Hälfte. Nice, sein Schild ist raus. Da war Lee Sin. Sehr gut. Können wir das canceln? Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich nehme einen Red Buff hier. Den wollte irgendwie sonst keiner haben. Frage ist, wo ist die Annie? Da ist die Annie. Sind wir alle dead? Ja, ich werde sterben, aber das ist okay. Zwei Leute geholt, drei für mich nochmal. Der hat sein Schild schon raus. Sehr, sehr gut gespielt. Good job, Team. Hä, ich kann Protobelt jetzt nochmal kaufen? Mhm. Hä? Achso, ich kann die Schuhe wechseln. Das macht Sinn. Also, er hat jetzt 5 Sekunden für Dragon. Ich weiß nicht, ob wir den contesten können. Ich würde aber schon sehr gerne den contesten, weil ich nicht dem Gegner Double Drake... Achso, wir haben Drake. Na, das ist nicht so tragisch, wenn wir nicht contesten. Dann können wir die noch einmal droppen. Aber, ich meine, man nimmt mit, was man kriegen kann, ne? Sekunden. Oh, es tut halt weh, dass ich kein Ulti habe. Fight hier. Das Annie habe ich schon gehittet. Dass ein, zwei Qs treffen kann, bevor der Fight losgeht. 10 Sekunden Ultimate. Sekunden. Jetzt ist meine Ultimate ready, Leute. Jetzt in diesem Moment. Oh. Oh, Millisekunde. In dem Moment wurde gerade Ulti fertig. Na, ich habe 4 Tode, ist viel zu viel. Viel zu oft gestorben. Unglücklich gestorben, auch einfach so. Ja, Millisekunde. Ich hatte keinen Flash. Ich konnte leider nicht raus. Aber unser Wukong ist so heftig gefeedet. Der ist so tanky und macht so viel Damage. Aber wir haben ADC, wir können ihn in Baron rushen. Der einzig gefährlich ist auf der Botlane. Wir können ihn echt rushen, glaube ich. Weil Wukong hat ziemlich viel Safe Heal, ne? Wukong hat ziemlich viel Safe Heal. Oh, das ist eine gute Idee. Ich knall drauf, ich will nicht von seinem Supers Schild getroffen werden. Der Lee Sin lebt noch, ne? Wo ist der Lee Sin? Denkt noch jemand den? Ziemlich gut gespielt. Das ganze Team hat echt gut aufgepasst gerade. So, Void Staff. Sport's einmal Ludens Echo, Leute. For the Lulz. Das Team ist ziemlich solide. Also, der rennt halt runter, ne? Der Renekton. Aber. Der typische ist der Simio-Emote. Ich glaube, das ist das. Habe ich noch Sonic? Habe ich Sonic noch? Ich habe Sonic leider nicht mehr. Sonic war mal... Das war das hübscheste Emote. Wir fliegen gerade top. Gehen auf jeden Fall Leute zurück. Das ist gut, ich kann da bleiben. Ich war mir nicht sicher, ob ich überlebe.
So, vielen Dank für die 10. Ich noch einmal. Danke, danke. Für den Support. So. Wir wollen... Lunds Echo wollte ich kaufen, ne? Einfach nur, weil lustig. Ja, der Wukong ist ja... Keine Ahnung. Der wird so gefeedet. Der dreht halt komplett am Rad. Der ist fast Fullbild einfach. Okay, Double Base. Mit down. Es will in den Top Lane. Also, Annie kann mich auf jeden Fall One-Shot nochmal gelernt. Auch mit 200 Items. Also, meines macht Sinn. Ich habe ja keine defensiven Werte, die ich jetzt gekauft habe. Warum sollte sie es nicht können? Ich habe nur Angst vor dem Tibbers eigentlich. Ich glaube, mit der Ulti habe ich niemanden getroffen. Nee. Die hat immer noch nicht Tibbers geworfen, ne? Da ist Tibbers. Die hat Legend gewartet. Die hat die ganze Zeit keinen Tibbers gewartet. Was ist die Kombo mit Cannon? Du drückst Ultimate und rennst rein. Und dann drückst du alle Tasten. Also ohne Spaß. Das ist Cannon-Kombo. Ansonsten, wenn du die in der Lane bist und die erste Fähigkeit triffst, kannst du auch mit EW rein für den Stun. Aber eigentlich drückst du Ultimate und gehst da rein, ne? Das ist ziemlich straightforward. Okay, wir haben unser Loons Echo. Ja, 6 Tode, das ist schon ein bisschen viel, muss ich sagen. Das ist schon ein bisschen viel. Na, besser als 9 Tode, wie die Gegner. So, dann mache ich hier mal ein Päuschen. Schauen wir mal, ob hier eine Samira oder so vorbeikommt. Das ist Samira. Bin wieder tot. Sehr gut. Lol, ich bin einfach sofort dead. Ich bin auch überzeugt, dass vielleicht Sonjas besseres Item auf Cannon ist als... Protobelt. Das könnte sein. Wir kriegen es nicht gefinisht, ne? Wenn wir immer so halbherzig kämpfen. Echt nicht so easy dann. Ja, das Healing auf Wukong. Das Neue. Ich weiß nicht, wieso das nicht geht mit der Brille. Ehrlich gesagt, mit den Emotes. Konnte man mal, ne? Kann ich das vielleicht noch machen? Ne, ich kann da auch keine Brille geben. Ich weiß nicht. Kann's nicht sagen. GG's. Der Wukong war... Junge, Junge.